Ich hab ihn auch nochmal gehittet. Er ist kaputt. Hier läuft er, hier läuft er. Was? Digga, der. Nochmal gehittet. Hose weg, der. Habt ihr Player mit der Flinte runtergeworfen? Ist übel nah. Die ist übel nah. Okay, Leute, dann macht euch bereit. Also ich wollte hier vor bis dahin. Mit Kaki links. Wir gehen auf eine. Was gehen wir? Auf Kaki? Da unten ist ein Tüler. Da kommt ein Rhino hochgetouched. Rhino. Stuck die komplett, stuck die. Die werden uns zu zwei pushen, wenn wir da was hinplacen. Oh. Turrets an. Jenny ist an. Place die Turrets. Komm, protected US, protected ihn. Warte. Ja, ich geh down, Digga. Ich wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder. Haben wir Betten geplaced? Servus Leute, was geht ab und willkommen zu dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr seid gespannt. Das heutige Video hat ultra viel Zeit gekostet zu schneiden, zu produzieren. Deshalb lasst unbedingt ein Like da, schaltet die Abo-Box rein. Ja, Battle Royale, ihr habt zum Titel gelesen. Ich will gar nicht lange drum herum reden. Vielen Dank an Isa, Mickey und Gato, die beim Mitzocken. Checkt unbedingt die Channel von denen aus. Und da würde ich sagen, let's go. Ich folge euch, ja. Na, der ist sogar automatisch. Hä, Digga? What the fuck? Boah, der Geist. Ich flieg einfach Kennex hinterher. AR Schwanz. Hä, Digga, was mach ich denn jetzt? Der Tastatur. Ja. Über der Tastatur. Isa ist auch verreckt, keine Sorge. Wie viele Leute sind verreckt, Alter? Was denn? Ist auch Leute? Das sind die ganzen Big. Das sind die wirklichen Big Brains, die gerade gestorben sind. Sorry. Wo soll ich am besten spawnen? Nicht spawnen, wir placen ein Bett. Okay. Wenn ihr jetzt tot seid, nicht spawnen, weil wir müssen Bett platzieren, genau. Dann seid ihr gleich am Spot. Unser Plan war es, mit den Gleitern so nah an unseren Spot zu fliegen, wie es nur ging. Und als wir gelandet sind, haben wir uns direkt Stuff gemacht und uns diese neuen Schweine getapet, die Androsaurus. Einfach hier, also wir fliegen jetzt quasi einmal zwar einen etwas längeren Weg, etwas umständlich, aber dafür halt sicher. Also wir fliegen einmal um die Insel herum quasi. Dura hat eurer Gleiter noch? Nicht schon über Hälfte noch. Drei Viertel noch, ja, hat noch genug gehabt. Also rein theoretisch sollten wir es von der Höhe vielleicht nicht ganz schaffen, aber von der Aber wir kommen ziemlich weit. Wir kommen sehr weit. Von der Dura auf jeden Fall, ja. Genau. Seid ihr jetzt auch alle ungefähr vorm grünen Drop? Ja. Perfekt. Ich bin bei Klaus. Amzi, du bist unter uns. Ja, ich bin ein Stück unter euch, genau. Mickey ist gestorben, Ente ist gestorben, Ares ist gestorben. So, ich bin unten, ich bin am Boden. Zur Info. Danny, lass weiter. So, wer fliegt so weit, wie ihr könnt? Achtung, es kommen vom Strand aus zwei Leute zu euch. Maybe mehr. Die sind gerade an mir und Klaus vorbei. Wir sind ziemlich bad weit hinten. Sollen wir die zwei umbringen? Wir können es tryen, ja. Ich bin gerade im Bogencraft. Seid ihr am Wasser oder wo seid ihr gerade? Ja, unten am Wasser. Okay, ich laufe. Ich spawn jetzt einfach bei euch und dann brauche ich einen Invite, ja. Lass dann mal hier noch die Krabos killen für Hyde. Ich bin schon Level 37. Jo, ihr levelt gut, sehr schön. Level 31, ich guck mal, dass ich jetzt so ein Schwein ranhole, ne? Was wir theoretisch auch machen können, wenn einer kaum Stuff hat, dass wenn einer schon am Spot ist, einfach im Bett bleibt und jemand mit Sleeping Bag oder so rüber treppelt. Oh ja, das Sleeping Bag ist aus, oder nicht? Sleeping Bag ist aus. Okay, dann sind wir am Bett ranholen, ist auch nicht schwieriger. Einfach mit dem Bett rüber treppeln. Aber lass uns mal noch ein Stück laufen, bitte. Ja, und jetzt sind vier Leute vorbei, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Ist klar. Ja, oh, ich hab zwei Gegner. Ich hab vier Gleiter über uns gesehen. Ich sehe Kennex. Ja, aber die können jetzt auch auf uns gewesen sein. Oder vielleicht Richtung. Da fliegt jemand. Da fliegt. Okay. Das ist gut. So, unser Spot war geclaimed. Und jetzt hieß es aufteilen in ein paar Gruppen und das Zeug erledigen. Die Farm, looten und scouten. So, da ist mein Schwein. Perfekt. Sehr schön. Schon jemand oben beim Spot? Ja, ich bin gerade oben beim Spot. Hier sind drei. Da sind halt oben die Raptoren. Foundations irgendwas gesehen? Rechts von dir, Klaus. Jungs, rechts. Die Betten bitte aufheben, wenn ihr spawnt, danke. Ich bin First Player und ja, hier ist ein Bett. Können wir sehr schön. Hier ist gerade keiner. Ich bin auch gleich da, Nummer 3. Alter, hast mich erschrocken, Alter, mit dem Scheiß schon. Man merkt, mit 15 Leuten in einem Call ist es ziemlich anstrengend auf Dauer. Deshalb haben wir uns später in kleinere Gruppen aufgeteilt, um einfach eine bessere Koordination zu haben. Ich komm, warte, wir können den Rex auch umlegen mit Fallen, der ist nicht... Ja, lass den Rex killen. Der ist fast tot. Ach, man kann die Betten gar nicht aufheben. Nee, kann man nicht. Fahr mal ein paar Gelsen und die Futter. Sehr schön. Der Hunger ist echt extrem. Mit Honig. Jeder muss Honig im Honig, holt euch Honig. Honig fällt auch gut. Wo kann ich den Honig her am besten? Das sind so Honigsteine, die hier liegen bei den Bäumen. Alles auch, nichts ist geboostet on the way, ne? Ja. Hier ist ein Player und hat ein Gate geplaced. Wer ist das von, uns jemand? Alles klar, sehr gut. Ein Krabbel muss man selber lernen, ne? Ja.
Lauft am besten immer mit dem Cage im Inventar rum, dann könnt ihr den genau in euch platzieren. Hab ein Simple Pistol gefunden, 150%. Kann mir irgendwer einen Stein droppen, Nilo? Nilo, kannst du mir einen Stein droppen? Sie sterbt gleich wegen Kälte. Fortitude, T2. Ja, ja. Am besten Lederrüstung craften, so schnell ihr könnt. Ich hab da noch keine, deswegen erfriere ich gerade. Ich hab keine Lederrüstung. Können wir noch Leder droppen? Ja, Lederrüstung ist dann. Ich bin unten, da kann ich dir Leder droppen. Dankeschön. Aufpassen. Holy shit, wie viele Drops sind denn hier? Ja, alle looten. Es ist, Drops lohnt sich ultra. Boah. Hier ist noch ein bisschen Halt. Ich wollte nur kurz Mittel fahren, deswegen. Ich hab auch noch ganz viel Halt, könnt ihr gerne mit hochnehmen. Ja, du kannst ja gleich haben, ich wollte nur kurz Mittel fahren. Ich hab auch noch ganz viel. So, hier oben in den Lager. Wer einmal Halt braucht, bitte mein Schwein mal reingucken, ich bin gerade angekommen. Auch Honig ist hier noch drin. Irgendwer bitte mal rausnehmen, der ist so viel Halt in die Smithy, ich meistens, dass man wenigstens für jeden eine Spitzhacke machen kann. Die Frage ist, wie viele Schweine haben wir? Also, ich mach hier. Schon mal 6 Pickaxes, die liegen dann in der Werkbank. Ich habe 4 insgesamt, 3 für Leute, die ich einfach so nehmen kann. Ja, dann sollten jetzt die ersten schon mal anfangen mit Drops haben. Wenn die Early genau. Rechts sind, Drops alles geben, dann ist das so ein Advantage, Leute. Alles klar, sehr gut. Ich würde jetzt auch gleich mehr, ich noch lass uns mal jetzt bitte in die Teams aufteilen. Genau, wir gehen schon in die Teams. So, und ab jetzt wird's ein bisschen entspannter. Ich habe mich dem Base-Team angeschlossen und die anderen sind Tame gegangen, Scouten, Looten, was das Zeug hält. Ganz schön stressig, wenn so viele reden. Digga, das PvE fickt mich hardcore, Jore. Anders nicht gewohnt. Und dann ging's ans Farm. Mal ganz kurz im Tribe-Chat schreiben, ja? Dass die Left-Hütte nicht töten. Ja, wollte ich auch. Hab ich auch gerade überlegt. Hab ich eigentlich schon geschrieben, aber... Ja, aber... Du weißt ja. Ja. Wer den Hot-Button aufhebt. Ah ne, den haben wir hier. Ja, das ist... Warte. Ich tu noch Flint rein. Ja. Passt. Okay. 60, 65 jetzt. Können wir eine Headshot? Noch nicht. Ja, noch nicht. Okay. Level-Check seht ihr bei 154 Minuten. Das ist die Lupe mit dem Level-Symbol. Jetzt komm runter hier, Mann. Du bist Taming. Ab. Ich war ihn invited, Bruder. Er darf nicht mehr zur Base, er muss direkt zum Tame. Oh nice, die haben schon die erste Base gefunden. Sehr schön, von wem? Gaming Mates, Tribe. Die kann man auch schon hops nehmen, die anderen Base, Games oder? Ist Mikis, also könnten wir die schon. Wenn die keine Andrews haben, dann sind die, können wir die. Ja, geht aber nicht zu sehr in den Pre-Fight, ne? Mach dich erstmal safe und dann gehen wir auf Fights. Haben sie will Content haben. Ja, richtig. Nicht direkt. So, ich komme jetzt den Berg hochgelaufen, Jungs. Jo. Wir sind noch 2 Schweine, Bruder, wenn die mich attacken, bin ich so raus. Ich komm dir entgegen. Ich dachte, du bist im anderen Team. Ja, ich geh gleich runter. Weiß man weit. Kennex ist, glaube ich, gerade gestorben. Nein, er. Uns? Nein, er hat gekillt. Nein, ein roter Name ist, der gestorben ist. Er hat jemanden gekillt. Ah, natürlich hat Kennex. Digga, was ein Viech. Denk dir auch dran, Fleisch zu unsplitten. Jo, ich bin schon dauerhaft am Splitten. Narcos und Spark Powder sollte auch schon am Craften sein. Ist der Para jetzt leer? Nee, ich hab den ausgesehen, der hat mitgenommen. Er hat noch einen gekillt. Boah, Tobi schreibt im Allchat, Alter, krieg ich schon einen Anfall. Hm.
brauchen wir irgendwas Equipment. Weiß nicht, ich bring noch Dash hoch. Können wir vielleicht eine Sichel machen, dass wir mal ganz viel Fiber haben und dann ist das auch erledigt. Warum ist gut, dann gehe ich Fiber farmen, danke. Möchte wer Fleisch splitten? Fleisch splitten wir alle schon bitte. Ja, alles splitten. Ist egal. Schon wieder hat Kennex eingekillt. Oh, der ist raus, ne? Der ist voll raus, oder? Ja, der ist voll raus. Der andere ist auch schon voll raus gewesen. Ich dachte, die Lagerfeuer sind für Essen da. Für alles. 40 Stück? Ja. Warte klar. Mal, bei, also wenn du mich fragst, glaube ich, hängen die, sind die gerade bei der Base von Mickey. Digga, ich bin mit dem Para, der voll beladen, weil wir den ganzen Berg runtergefallen. Bruder, ich bin im Team. Ich bin gleich wieder zurück. Ich wollte nur Wasser und hatte aber vergessen, dass ich ihn noch auf Folgen habe. Ja, ist alles schon. Ich bin im Taming-Team, aber weiß nicht mehr, wie man Schwein tamt. Oder muss los? Scheiße. Jetzt haben sie eine Runde, die machen das mit Honig, glaube ich, ist das Honig hinwerfen und sowas. Ja, aber mit Akro oder so, keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, ich gehe jetzt Thüler oder so. Ja, hol Thüler vielleicht. Das wäre gut. Aus dem Grund bin ich nicht im Taming-Team. Deswegen wollte ich auch nicht über die Schweine tamen. Ich wusste es auch. Ich hoffe, die Leute gehen auch Lost Drops looten, ne? Weil. Das hoffe ich auch, dass die Leute halt die Drops mitnehmen. Ich halte mal einen Chat. Ich die ganze Zeit nur für Kills geiern. Haben wir hier schon Betten stehen? Ja. Och, das erste Andro-Baby. Digga, inwiefern lohnt sich ein Bronto für uns oder nicht? Nee, für die Bubble drin, da kannst du die Leute rauskicken. Ist gar nicht mal eine dumme Idee. Rechts der Schrank liegen Ferngläser. Könnt ihr euch rauspicken? Der ist fett. Was ist mit dem Baby da oben? Chitin Leggings gefunden, 120 Ammo, aber das ist nicht so besonders. Alter, ich bin einfach gerade runtergefallen, weil es geleckt hat. Holy shit. Alter, wer hat hier unten von uns 6 Schweine getamt? Geil. Bring die mal mit hoch. Ich brauch mal eins. Ja, gleich, ich bring die gleich hoch. Warte mal, wer ist hier? Klaus, Gude, kann ich die Schweine hochbringen? 3 Minuten, dann sollte das eigentlich schon. Jo, kann ich ein paar Schweine mit hochbringen, wenn die gerootet sind? Leute? Klaus? Servus? Ja. Kann ich ein paar Schweine mit hochnehmen? Kannst du den 113er damit? Ja, die beiden, aber die da fahren nicht. Okay. Und den 71er kann ich auch noch mitnehmen. Zu dem, wenn das Baby raus ist wieder. Jetzt kannst du. Jetzt kannst du. Ah, das klar schon. Danke. So, Jungs, ich bring 3 Schweine hoch. Sind das heilere Schweine? Geht 160 und einer ist 70. Und ich der andere ist 120 ungefähr. Ja, warte mal, ist das 160 ein Female? Weiß ich nicht, die sind schon gebreedet, die springen, die haben schon pregnant Dings. Ich komm hoch, warte. Leute? Ja? Ja. Ich glaube, es fehlen extrem viele Öfen. Und zudem ist gerade, also ich habe gerade so ein bisschen grob verteilt, aber Holz in den Öfen fehlt auch. Ja, ich fülle gleich nach. Und ich glaube, wenn wir noch 10, 15 Öfen mehr haben, ist es wesentlich besser. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Öfen, weil das Metall schmilzt zu langsam durch. Und den Duftforsch, glaube ich, kann eh noch keiner craften, ne? Nee. 82, ja, das müsste es sein. Ich könnte auch anfangen zu leveln, ich bin Level 73. Ja. Lev holt, glaube ich, Thylas und der Rest holt noch Schweine, aber. Ja, genau. So. Ja, oben, also Holz ist. Bei manchen geht Holz, nicht bei allen. Ich bin. Das ist die
Ja, ja, das Holz, halt das Holz ist ungleichmäßig aufgeteilt. Ja, das Metall auch, aber... Wir haben es erstmal jetzt reingeschmissen, dass da was durchbrät, ne? Also... Ich bin unten, ich kann auch was mitbringen. Haben wir noch Hide oder so? Hide kann ich auch noch mitbringen? Ja, ja, Hide brauchen wir immer. Alles klar, ich gehe Hide. Wir können langsam anfangen mit den Flachs jetzt, wenn das erste Metal schon durch ist. Alter, das Ding hat ja einen Speedboost. Ist ja geil. Hast du das andere Schwein noch geholt? Haben Sie? Nee, ich bin mit dem einen gerade unterwegs noch. Okay. Ja, dann hole ich gleich das andere noch. Ja, alles gut. Hier ist ein Prokoptodon. Wildes Prokoptodon unter der Base 116. Sollten wir eigentlich mitnehmen. Kommt mal einer raus, der noch keinen Andrew hat. Da ist ein Zwillinge gerade rausgekommen. Jo, in my way. Okay, dann guck ich mal, was der will. Kuddel. Der ist ein bisschen besser, der hat 3500 HP. Die brauchen Fleisch, ne? Ja, ja, der von Klaus ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Also der ist bald fertig. Der ist bald auch über den ganzen Blind hier, soll dann einfach zwei Blindschränke machen. Wachsen und das ist das auch. Goku. Mega Kennex. Nilovic, Nilovic, bist du bei Kennex? Hab noch einen Revolver gefunden, 170%. Ja, dann muss ich gleich mal gucken, dass ich... Einfach ja, warte, dann box mich einfach. Für mich ging es dann auch erstmal weiter auf Scout-Tour und ein bisschen Drops looten. Weil dauerhaft an der Base gekettet zu sein, macht ja auch keinen Sinn. Und wir haben einfach gesagt, wir sind alle Allrounder und machen von jedem ein bisschen. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man die... Nein, das gehört zum 10-Prozess, der ist 112. Ich finde, das ist alles gut. Aber einen 112er kriegt man mit einem Honig nicht ganz. Ich wurde mit Tranks behittet bei einem Drop. Hier ist jemand mit Compound Bow unterwegs. Wo bist du? Ich bin ein bisschen weiter vorne auf dem Berg, aber wartet mal ab, wartet. Der ist alleine gerade. Ja, bevor du stirbst, Bro, lieber zusammen. Ja, ja, alles gut. Beim lila Drop oder wo? Vor dem Berg, ich komme gerade Richtung Base wieder. Der Parrot. Moment. Leckt das? Nicht. Soll ich den Chat schreiben? Enemy bei. Nee, alles gut, noch nicht. Der ist jetzt vorm Redwood. Ungefähr bei dem Wasserfall. Ich guck mal, ob er im großen See landen will unten. Du meinst in der Bucht oder wie? Ja, genau, unten bei der. Nee, nicht in der Bucht, sondern Richtung Inland gibt's ein See im Wasser, so bei uns. Achso, ich seh's. Da, ich glaube, da ist er jetzt. Ich bin auch mit dem Andrew gerade unterwegs unten. Ich sehe ihn aber gerade nicht mehr. Der hat den Compound-Bot mir einen Trank Arrow Fire gegeben, aber ich hab Stims gegessen, also alles gut. Der Stego ist fertig. Der hier gezähmt wurde. Der lila Strahl ist scheiße zu looten. 120 ja. Looten ist nicht weg, oder? Ja, ja. Noch nicht, aber wenn die Border sich zu nah nähert, dann müssen wir auf jeden Fall weg. Was war der? Hide Flak? Flak war der. Der war wahrscheinlich am Drop hunten. So, komm mal her, warte mal. Nee. Jo. Pack dir was. Wendekreis, die Scheiße. Ja, ja, das ist echt bitter. So, hier. Flak, hier hast du ein bisschen Armor. Kannst du anziehen und. Und hier hast du. Haben wir geguckt, Meat Jerky? Nee. Weil Olivers Schweinchen will Meat Jerky gucken. Lol, Rama spielt mit, als ob. Hat der nicht Dings gemacht? Der hat doch Last Man Standing gemacht, oder? Die Mod. Ich bin sich komplett täusche. Unser Prokopodon wird angegriffen, ist gezähmt. Wo ist es denn? Das ist unten so. Alter, die Tame-Liste ist komplett voll. Sag mir, wo nee, ist es. Ich hab das Gefühl, das Tame-Team ist ganz schön fleißig. Ja, ich bin bei dir. Ich bin beim Prokopodon. Ich zieh's mit in die Base, warte. Das ist gut. Flak zu craften, wenn das. Ja, aber da war nein, looten. Flak niemals craften, Grim Worte nicht. Geht looten, geht lieber Drops looten. Ich habe jetzt schon insgesamt 885 Stura-Rüstung.
Alter, ich bin ja schon. Du, was machst du denn, Junge? Er bringt sich gleich fünfmal um, Junge, so gefühlt. Meinst du mich? Ja. Ja, nee, das hätte ich ja schon. Das hätte ich überlebt. 72 Electronics ist in der Smithy. Betten wären übrigens auch mal gut, wenn wir die reinpacken, weil wenn jemand kommt hier hoch und aus den Betten kaputt macht, dann war's. Hat ihr jetzt Prokopter den Sattel gemacht oder noch nicht? Noch nicht. Gut, dann mach ich mir eins. Dann mach ich das. Ich will mal. Ah, da brauchen wir Pelz. Na, shit. Was brauchen wir Pelz? Ja, Pelz brauchen wir. Scissors machen? Prokopter den Sattel. Ja, weiß ich nicht. Wir haben kein Obsi, glaube ich. Oh, Pelz. Haben wir schon Gunpowder und alles? Ja. Yeah. Ein bisschen, wir müssen halt mal das ganze Zeug umladen von Campfires. Ja, wir müssten mal das Drop Hunt Team einfach dran. Die mal. Das ist doch. Ich war jetzt selber schon Drop Hunten, während ich Hide Farm war. Also ich mach's sowieso parallel, also. Deswegen geht auch einfach. Ich kann auch was mitbringen. Wir haben nochmal jetzt Ultra Charcoal und durch Craften ist. Ja, aber ich würde halt schon noch so ein Prim-Ersatzflag in den Farben. Ja, ja, klar, das würde ich. Level zu wenig in den Helf reingepackt. Ich bin ja einmal gestorben und falsch. Wie sieht's mit Zement eigentlich aus? Muss mal die irgendwas. Brauchen wir das gerade? Auf die gerade. 69. Ja. Noch eine. Revolver gefunden. Denke mit Fiber. Humpy? Ja. Cryos sind nicht craftbar. Im Drop mit Ingram, alles da. Man geht aber nicht, sagt Klaus. Guck mal in den Inventar. Inventar craften, okay. Hättest du mal vorher sagen können. Nee, ich wusste es nicht. Schau mal. Oh, das ist gar nicht. Ich sehe den gegnerischen Andrew. Ne, ich sehe den gegnerischen Tyler, 76er. Borges, aber weiter inland, also noch weit weg genug. Ich glaube inzwischen, dass irgendwie Gato Richtung hier, Redwood irgendwas baut. Okay, wir haben 12 Cryos. Ich hab das angemacht, glaube ich. Jungs, was los? Wir haben noch nicht mal Fabricator, ich hab das erst getötet. Sehr schön. Jo, wir sind hier mitten am Dingsen. Wir müssen auch Ressourcen für 15 Leute ran schaffen, das dauert. Digga, die anderen haben schon 5 Turrets, Metal Tower und 500 Forges draußen stehen. So, Turret ist in der. Hab auch noch einen Turret. Jo, okay, nix, danke. Was ist ein Turret? Ja, ich hab einen Turret. Ich hab 4 Simple Pistols. Aber ich muss ja irgendwo den Stuff hin. Es gibt Turrets und Drops, nicht wundern. Gut Glück. Ja, vielleicht ist ja auch dann einfach das Drop Hunt Team nicht. Bisschen langsam, ne? Nee. Ich hab 3 Dino-Eggs. Aber auch mal in die Base bringen, ne? Weil alles unterwegs ist auch nicht so ein Sino. Ich hab wirklich keiner gecraftet. Das Turret. Gute Idee. Wo craftet man den Andro-Sattel? Der kostet ja nicht so viel. Wie viel müsste das sein? Ich bin noch gar nicht Level. Kann mir einer Andro-Sattel erlernen, craften? Ich bin noch nicht Level 74. Nee, ja, leider auch noch nicht. Warum machen wir Andro-Sattels? Ju. Wenn die mehr Ammo haben. Ja, das ist halt auch mobiles Turret. Vielleicht macht das nicht so viel. Schießen die automatisch oder wie? Nein, musst du schon zielen. Zielt selber mit. So, ich kann einen craften, brauch halt mit. Warte, da ist schon einer. Müssen mehr Gunpowder herstellen. Wir müssen viel mehr herstellen. Wir bräuchten einen Challenge. Ja. Wir brauchen unbedingt auch eine. Ja, nimm den ganzen meine Simple Bullets weg. Wir hatten so viele. Wir haben noch nicht das Level für. Wir nehmen die ganze die Simple Bullets weg. Was brauchen wir für eine Indo Forge mit dem Level? Polyöl, Metal, Crystal. Ich glaube, eine Indo Forge ist hier innen, oder? Ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Ich würde eher mehr Forges einfach placen. Mehr Forges, ja. Eben. Hört eure Muni steht? Zweites Turret steht. Ja, Abschreckung. Also unsere Andrews sind da so gesehen auch Turrets, also 25.000 Turrets stehen.
sind sie auch, auf jeden Fall. Nummer 44 Metal, alles macht. Also die Tools sollten wir dann halt auch mitnehmen. Alter, wie viele? Die Tools sollten wir die auch halt mitnehmen, ne? So, mit dem Gen. Ja, yeah, das habe ich doch gesagt. Front Operating Base. Oh. Können wir noch ein paar Forges bitte craften? Jemand? Jo, ich kümmere mich drum. Bruce, du kannst bitte mal einmal so einen Sattel für diesen Schwein craften. Ja, Andrew Sattel. Ja, ja, keiner von uns ist Level 74 außer die. Hä? Hamsti hat mich gerade so hart verkauft. Warum? Du kamst zum Loot-Drop hin, ich sprich zu dem Ingame-Voice, aber den hast du deaktiviert gehabt. Echt? Ja, das, ich frag mich, ich rede die ganze Zeit Ingame mit den Leuten, aber es geantwortet mir einfach keiner. Nee, es funktioniert nicht, weil ich hab nämlich mit der Ingame geredet, weil ich dir was geben wollte. Auf einmal rennst du weg und direkt als du weggerannt bist, kommt hinter mir Ghost-like. Jo, das hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte Silizium-Perlen, 500 Electronics, keine Ahnung, 300 geschmolzenes Metal, plus... keine Ahnung was noch, alles verbesserte Pisteln, verbesserten Komp im Inventar und alles. Und ich renne da um mein Leben. Sorry. Nächstes Mal im Chat schreiben, dann weiß ich Bescheid. Ja, es geht. Wie soll er da? Ja, ich weiß, ist schwierig, ich weiß. Ist gut. Nächstes Mal einfach Dings anhaben. Ingame Boys. Ja, ich wusste nicht, dass es aus ist. Das dachte ich eigentlich nicht, aber. Hier ist jemand mit dem Kleider gerade vorbeigezischt. Ich hab hier gerade hier mein kleines Babyschweinchen, was ich mir gerade groß mache. So, ich gehe nochmal Porches machen. Ich craft Gun, oder? Ja, am besten läufst du mal die ganzen Dinger hier ab für Charcoal. Ja, das habe ich auch gerade gemacht. So, ich bring nochmal 10 Porches hoch. Hier ist noch ein, also hinter der Base ist noch ein ganzer Schrank, zwei ganze Schränke voll mit Holz, so wie ich sehe. Perfekt. Hier bei den Campfeuern hatchen Dino Eggs. Falls jemand noch mal mit dem Auge mit drauf haben könnte. Jo. Warte, wenn ich sie sehe, ich sehe. Die sind da. Naja, ich hab da ja fast. Die ganz vielen da. Ach, der Scheiß, wie scheint eh wieder los. Wieder da. Ja, Baby. Guten Tag. So. Status. Status, die Base ist ein reiner Chaos. Prob hier. Das kann man auch nicht mehr. Kann man es auch nicht mehr beheben. Was? Ich würde sagen, wir lassen es einfach so, wie es jetzt ist, den Chaos. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach offline und kommen dann wieder, wenn es losgeht, ne? Ja. Genau. Top. Bis dann. Bis dann. Und reingehauen. Ich brauche Wasser. Ja, warte mal. Was brauchen wir für Fabbys? Zement. 110 Zement für eine Fabby. Ich glaube, wir lohnen uns sehr auf die Compound Bus, also wenn die looten und einfach nur für Compound Bus spielen, oder? Hamsti hat einen Stern. Ein? Achso, ein Stern. Lev? Hm? Ich brauche immer noch mehr Fortress, Jungs. Ja, ich bin gerade am Placen. Gut. Ja, warte, in welchem Team bist du nochmal, Lev? Ich bin gemütlich, ich hab ein bisschen getamed, ich hab ein bisschen gescoutet. Achso, ja. Wie sieht's aus mit Thylas? Was Neues? Nix. Thylas kriege ich nicht jetzt aktuell. Ja, die anderen rennen schon mit Thylas rum, deshalb. Ja, ich habe auch schon 4 Stück gekillt. Okay, sehr gut. Ist einer von unserem Team schon komplett raus? Und? Nein. Ich find das so geil, diese Tribute vom Panem da. Diese Kanone, die jedes Mal tötet, wenn jemand stirbt. Hier ist auch, ich habe auch Gartos Tribe gefunden. Wo bauen die? In der Nähe von uns sogar. Die sind bei 35, 60 ungefähr. Tamen dort ihre Viecher und haben dann ihre kleine Butze stehen. Mein Buffel geht aber. Ach, das ist Klaus, okay. Die haben aber auch schon Dinos, ne? Ja, wir sind auch schon am Ausbringen. Das bist du, Hamsti. Ja, ich habe auch gerade geguckt, ein Fangas, wo du das bist. Wollen wir den roten Drop da vorne? Ja. Okay. Was ist mit Kenix? Warum ist er verreckt? Ein Ghost. Warum? Irgendwo einen Drop, glaube ich. Warte, wer ist verreckt? Kenix einmal. Ja. Ich bin auch einmal verreckt. Da geht jemand an den Drop, glaube ich, gerade.
Tami gerade einen Teri. Hier war nichts Besonderes drin, nur ein Flak-Chest. Ich such grad Carbos, ich kenn keinen. Hast du gesehen, mit was die so unterwegs sind? Ja, mit Dinos und Saber, hab ich gesehen. Mit das Dinos? Großartig. Ja, und die tame gerade einen Teri. Ja, okay. Teri sollten wir vielleicht auch mal tamen. Ich hab den guten Sattel. Eigentlich sollten wir für Woli gehen. Wir kommen Player mit Andrew? Okay, bist du bei dir. Bin ich bei. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Rhinos. Ich hab Narcotics gecraftet, also wir müssen welche da haben. Warte, dann haben's die. Schreibst du dann im Tribe-Chat, ob die das machen können? Schreibt ihr doch, wir sind gerade. Turrets und Shield. Bring das Turret mal home. Aber wichtig ist ja ein Mass Metal haben, ne? Jungs, da kommt ein lila Dropper, da holt sich wer. Jo, ich nehme ihn mit, während ich dann holen gehe. Zement. Headtables, Mann, wir haben bis jetzt, wenn die einen Terry haben, der zerpflückt uns. Der nimmt uns in der Arena auseinander. Ja, deswegen hatte ich ja gesagt zu Left, wegen Woli. Das Woli ist ja echt broken. Warte mal. Braucht man für Flinten Munition? Sind da schon Leute unterwegs und holen Woli? Ich geh mal klären, ob die welche Team wartet. Jungs, seid ihr unterwegs, Woolies Team? Nein. Dann also, langsam in die Dings, dann versucht mal bitte Dings zu tamen, weil die brauchen wir. Ja, wir wollten zuerst Megatherium holen, um richtig Fat Poli zu holen. Also wir haben jetzt Megatherium. Ja, aber wir haben Chitin und Stone und alles ohne Ende, aber irgendwie. Ja klar, aber vergesst nicht, wir haben noch 80 Minuten, dann müssen wir von der Base so langsam weg. Deshalb brauchen wir ein paar zum Fighten. Ey, und Thema Turrets, wir brauchen gar keine Turrets, ne? Also, wieso? Wir können den Pop später mitnehmen für die Mitte, ich glaube, das ist gar nicht so dumm. Kann man an dem Hotbutton Turrets placen? Nee, kann man nicht. Nein. Xayah ist ja wohl sonst. Ich glaube, das ist Waste, dann Mets, wir brauchen gar keine Turrets. Sehr ausgeschaltet. Ja, fangen wir schon, wenn wir auf der Base ein paar haben. Also viele brauchen wir nicht, weil wenn die einen entscheidenden Push machen, sind die eh weg. Aber ich habe einen Gegner bei mir, Andrew. Wo bist du? Vor der Base an der Klippe, ich weiß nicht, wer es ist. Also ich bin an der Tür vor. Ich auch. Hab eine Pumpgun. Geh durch. Jo, genau hier bei Tobi. Tobi ist im Channel. Wo denn die Klippe? Ich sag nicht, wo wir gezähmt haben, hier an, aus welche Richtung? Genau oben drauf an der Klippe. Da ist ein grüner Drop gerade links an der Klippe. Ein Player. Ich hab da auch mal irgendwie in die Richtung, keine Ahnung. Also ich sehe einen grünen Drop relativ weit unten. Ja, grünen Drop. Tobi, Gegner vor dir? Ja. Ich weiß. Sehen, ich bin hinter dir. Okay. Ich schieß ein bisschen mit dem Pistol drauf, aber. Ja, ist abgehauen, oder? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Warte, ich spring mal hoch. Boostet einfach, wenn er boostet, boostet. Ja, ich habe nur noch einen. Deswegen. Ich sehe ihn nicht mehr, ne. Weg. Der hat halt eine Pump, ne? Ich habe halt. Ja, der hat eine Pump, ich hab's gesehen. Muss aufpassen. Wenn er wirklich durchgezogen ist, dann weiß ich nicht mehr, wo er hin ist, weil ich weiß, wo der an Base ist. Und hier ist gerade ein Saber-Akro. Warte ich schon ganz oben links in der Ecke, da wo diese Flüsse sind? Ja, Gegner bei mir, zwei Gegner bei mir, beim Dorf. Nee, da waren wir noch nicht. Also, okay, wir sind auch beim Dorf, warte mal. Ich komme auch zum Dorf. Wir sind beim Dorf, warte, haben sie links. Ja, ich seh's, ich komm von oben. Oh. Hier rechts sind zwei. Ist es der mit der Pump? Ich hab ihn stuck. Ich hab die mit der Pump stuck. Rickring, gehst du auch gerade zu den Dulu? Ja, oder? Ja, ich bin sogar. Ach, da hinten ist der Red Drop. Da hinten, ja, lass einfach zum Red Drop. Ah, da hinten, ja. Ja, okay. Ah, die zähmen da drüben irgendwas. Einer von uns sollte sich vielleicht auf den roten Loot Drop fokussen. Ja, ich gucke. Ich geh hin. Der Pump Player ist hier, Achtung. Er lootet den. Ja, kannst du Pump Player bolern? Er hat den Drop gelootet, er ist hier. Im Busch. Setz dich auf sein Schwein drauf. Tötet das Schwein, tötet das eine Schwein. Bin dabei. Aua, das tut richtig weh. Kann mal irgendwer den Typen bolern? Ich sag dieses Schwein. Er hat eine Fabi. Ich hab ihn gebolert. Ich hab das Schwein. Ja, ich komm. Hat er keine Gauntlets mehr? Er hat 4 Hits von mir. Er hat fast komplettes Magazin von mir reingedrückt bekommen. Ich sehe ihn nicht mehr. Er ist hier irgendwo im Busch gewesen. Schwein tot. Der Spieler ist hier bei mir irgendwo. Hier ist der Pump-Player. Er killt unser Schwein. Ja,
Alter, da kommt noch ein. Ich hab den nochmal gehittet. Mann, ey, greift da mein Schwein an, der Wichser mit dem. Na, irgendwer hat den Vollidioten nochmal bowlern. Ich hab ihn dreimal gerade gebissen. Nein! Nein! Der ist so schnell. Er rennt weg. Hier ist der Pump-Player, er zieht. Ausdauer regenerieren. Der macht gut Damage mit seiner. Ist hier im Busch? Hab ihn gehittet? Bowline. Ich hab ihn, glaube ich, nicht, hab ich nicht. Ich hab ihn auch nochmal gehittet. Ja, er ist gut. Hier läuft er, hier läuft er. Er frisst. Hab ihn nochmal gehittet. Alter, wie viel hält er aus noch? Was? Ja, warte. Kann mich jemand lügen? Digga, der. Nochmal gehittet. Hose weg, der hat nichts mehr. Hat den Player mit der Flinte runtergeworfen? Hier, der eine will wegrennen. Chase Sasuke unten. Ja, ich hab ihn. Ich bin dran. Jo, Jungs, Sasuke, pass auf, da sind ultra viele Player hier bei dir. Ja, ich hab mich mit. Hier ist er, vor mir. An der Seite. Ich komm. Mit Longneck? Ja, der hat eine Longneck. Pass auf, ich glaube, der hat noch eine Pump. So, wo, der Pump seid ihr denn? Hab ihn bei dem Dorf hinten. Ich komm. Seh dich. Wir kommen zwei mit Andrews. Das sind nicht von uns, die Leute. Junge, Andrews ist so low. Ja, dann versuch mich überhaupt zu ziehen. Alles gut. In der Schiff ist halt. Oh, jo, das sind Jungs von uns. Jawohl, das sind von uns, die. Hier ist der. Bei mir. Sag mal kurz dort ungefähr. Beim Dorf, genau beim Dorf. Ist egal, wir müssen jetzt nicht alle dahin. Wenn da schon jetzt Jungs von uns sind, dann. Ja, das Scout-Team ist komplett hier am Fighten gerade mit denen. Nicht schlimm. Ist einer von Gardos Tribe. Hier ist der. Oh fuck, Urlaub drum. Hier färbt einer. Achtung, hier färbt einer auf dich. Jo, aber der trifft nicht, das ist bestimmt cool über. Hab ihn weggeschickt. Ey Olli, bist du es? Du triffst nicht. Sprachchat ist aus. Achso, schade. Jo, der ist weit runtergeflogen. Er ist hinterm Stein. Alter, warum backen meine Bolas rum? Ja, mit dem Prokopter noch nicht wenig machen, das ist das Problem. Warum sterben die gerade alle an David? Das sind nur die Viecher. Okay. Wo habt ihr die gefightet? Beim Dorf. Bauen die da? Nee, die sind nur hier unterwegs. Bei mir ist der Yonikos-Player immer noch. Ja. Braucht ihr Hilfe? Komm zu dem Dorf, da wird gerade mies gefightet. Ja. Ah, es ist. Achtung, da ist eine Tüle. Das ist Tüle. Oder nee? Nee. Können wir den Dino-Player nicht bowlern? Achtung, noch ein Player mit Pump. Keine Bolas mehr. Der Player hier hat 3 Hits. Können wir die eigentlich betäuben? Könnten wir, ja. Habt ihr noch Simple Pistol Muni für mich? Ja, noch ein Stück gehen. Hinter mir ist das deine. Jo, ich steck hier am Dino. Oh nein, noch ein Kano. Ist einer mit Kano? Kano Player. Geht raus, bringt nichts. Kann ich gib dir meinen Stuff. Okay, doch nicht. Alter. Wir verlieren hier gerade nur unsere Leben. Lass das fallen. Ja. Einer kann bei mir noch rein, Prokoptodon, und abziehen, wenn er will. Ein anderer, also Ultra, damit ich ja, mit raus. Nach dem etwas stressigen Fight war es ein bisschen ruhiger und wir haben uns wieder den Farmen gewidmet, beziehungsweise bin ich auf die Vulkaninsel gegangen für Feuerpfeile. Na, ich geh mal ein paar Drops holen.
Haben wir eine Chainsaw? Geht nicht in die Mitte, ja. Dann nehme ich die Mann. Wo ist es? Vorne? Ah, da. Wo ich spring. Okay, danke. Bitte. In der Mitte von der Map lieber nicht. Oder halt in der Nähe von uns hier, gerade an der ganzen Karte. Da jumpt Gato sein Schreiber. Verbesserte Felge, wie Prozent? 138. Oh, sehr schön. Der hat extra so weit gemacht. Oha, ich war mit meinem Hund draußen. Und mein PC ist auf einmal voll laut. Warum? Weiß ich nicht. Digga, weil du vielleicht arg laufen hast. Weißt du? Ja, aber vorher war er nicht laut. Er war nicht laut, nein. Schlechter PC vielleicht? Ja, er war vorher nicht laut, ist jetzt laut nach 20 Minuten. Davor war er, keine Ahnung, 30 Stunden lang. Aber jetzt ist er auf einmal laut. Na gut. Hm? Wir wollen gleich für Rhinos gehen. Okay. Das kann. Macht euch vielleicht mal ready, dass wir gleich Besuch kriegen, wenn der Red Drop kommt direkt neben unserer Base runter. Hm. Ja, also Pumpguns können wir auf jeden Fall vielleicht nicht für jeden machen, weil. Ich kann mit Lila einem Bogen kämpfen. Wir sind so arm dran. Wir haben so viele Simple Pistols da drin, das kann ja nicht sein. Ja, aber die machen halt echt null Schaden. Na ja, komm, Simple Pistol 170%, wenn du da drauf laserst, ist dann. Ja, dafür braucht man Aim. Ja, das haben wir ja alle. Das ist ja der kleinste Problem. Genau. Bei den Andrews. Genau unter unserer Base. Was? Also ich war. Also ich hab auf jeden Fall keinen Namen. Ja, ist auf jeden Fall ein Gegner, ist auf jeden Fall ein Gegner. Ich hab grad nichts da zu fighten. Der ist genau unter unserer Base, also bei den Andrews. Ja, gut. Ich glaube, das war ein falscher. Pumpgun 170%. Bam, das ist Brain Dead. Ja, krass. Ich frage mich auch, wozu wir Kaktussaft und Schwefel haben, wenn Flammenwerfer disabled sind. Für Flammenpfeile. Ja, Flame Arrows nicht. Der ist ein ganz dicker. Digga, Big Brains am Start, Jungs. Big Brains am Start. Ihr seid solche Schlingel, ne? Einzige. Oh, da hat Danny einen umgenietet. Wild, wichtig und richtig. Das war der Mann! David! David umgenietet, oh. Ja, wir haben auch einen mit Aimbot, ne? Wir haben Danny, das dürfen wir nicht vergessen. Hä, ne, was mit Kennex? Ach, der ist doch gerade am Essen, oder nicht? Oder was macht der? Ja, also, ja, Kennex hat Fabi Aimbot und der gute... Fabi 140%. Ja, die Fabis bringen nichts. Keiner von uns kann Fabi am Minecraft. Wieso kann keiner Fabi eben? Was ist denn das jetzt? Kann ich nicht. 83. Warte, lass mich mal kurz gucken. Komm erstmal runter, bau dir einen Dübel, zieh dir. Wer von euch ist mit 83? Öffne dir einfach mal ein Bier und chill mal. Richtig so geiles. Boah. Noch so ein Desperados wird jetzt gehen. Boah, haben Sie, warte, Bild ist in coming, Moment. Ja, schick mal bitte was, komm. Ich brauch jetzt was Schmackhaftes, so was Kühles, weißt du? Es ist gerade frisch aus dem Kühlschrank, ich bin gerade. Oh ne, jetzt machen wir nicht. Ich will auch eins, Alter. Oh mein Gott, ich habe im Kühlschrank auch noch welche. Warte mal, ich hol mir eins gleich. Okay, Aufgaben Drop. Ja, meine Pizza. Pumpgun 140%. Ja, wir sollten jetzt gucken. Shotgun Muni ein bisschen. Amsi, bildest im Chat. Warte. Darf man unbenannte Andrews nehmen oder nicht? Ich schau gleich, warte. Ja, kann man nehmen. Wer ist denn hier gerade aktuell? Oh. Wer ist Nilo? Wer ist Nilo? Geil. Steht noch mit Untersteller sogar noch. Also ja, mit Ding. Oh, ist ja geil. Natürlich, Junge, man darf ja den guten Schreibtisch nicht kaputt ansauen. Ja, klar. Sicher. Ekelhaft. Wir zocken, wir gamen hier auf hohem Niveau, also bitte. Jetzt sind wir. Ja, das ist recht. Ich hole die Rhinos, ich habe jetzt ein einziges erstmal. Okay. Ich nur selber 76. Du findest keine. Also wir sind oben links. Ja, auf der anderen Insel, ich bin jetzt beim vierten Rhino hier. Okay. Ja, sehr gut. Nee, ich nehme die Holzkohle raus. Versuche, ich habe euch Waffen und sowas, was ich gelootet habe, alles in die Kiste hier vorne gelegt, ja? Gesehen, ja. Okay. Ich habe hinten auch seitlich viele Mörser platziert. Ich stehe jetzt 300. Ja, ich stehe jetzt 300 Flame Arrows hier.
So, Sekunde, ich hol mir kurz mein gekühltes Bier. So, Kühlschrank ist geil. Schönes Bier schon aus dem Kühlschrank geholt. So muss das. Okay, das trinkt kein Alkohol, ist schlecht. Macht's nicht. Und was ich richtig gut finde, ist, dass mein OBS einfach meine Aufnahmen mittendrin gelöscht hat. Deswegen seht ihr jetzt diesen Ausschnitt. Ja, ist nicht viel wechseln um die 15 bis 20 Minuten mittendrin. Sondern einfach hat mein PC gemeint, nee, müssen wir mal nicht aufnehmen. Ne, ist ja in Ordnung, brauchen wir nicht. Ja. Es ist jetzt nichts Wichtiges passiert. Das Einzige, was ist, ist, die Zone bewegt sich jetzt. Und wir machen uns langsam abfahrbereit Richtung Finale. Gato ist bei ist zu uns auf dem Weg, angeblich. Weiß nicht, weißt du was? Nicht, weil es gerade anscheinend gecallt wurde von einem unserer Spotter. Anscheinend sind da nicht nur einer unterwegs. Warte. Wo ist hier 100 hier bei oben? Gerade 106er Angriff. Er muss aufpassen. Gato ist vor unserer Base. Gato ist vor unserer Base. Ja, dann kommt mit hoch. Alle in Channel. Alle in Channel, ja. Weit. Was heißt vor unserem, was vor unserer Base? Was heißt Bridge, das? Bridge. Vor unserer Base, ich hab gesagt. Können wir die Bridge zu bauen mit Gates, Jungs? Können wir das? Ja, ja, das ist ja, ich bin einmal durchgezogen. Die haben nur kurz geguckt, anscheinend. Die haben nur kurz geguckt? Okay, gut. Keine Ahnung, wo sie. Ah, nee, hier sind sie. Ah, nee, das ist Leaf. Ja, aber man kann halt von oben auch nicht snipen, weil Friendly Fire an ist. Hier ist ein Andrew. Ah, nee, lol. Was ist das denn schon wieder für ein Call? Alo abschießen, bitte ja, nicht den Alo abschießen. Ja. Digga, es ist ein Gegner gewesen, deswegen haben wir gecallt, sonst würden wir es nicht machen. Wir sind Scout-Team. Gut. Ich meine, so. Hat jemand jetzt noch Betäubungsstarts? Seid ihr das mit dem Alo? Ja, immer. Es wurde gerade dreimal gesagt, dass da jemand mit dem Alo läuft. Jetzt hört doch mal zu, nein, bitte. Ich hab gar nicht gesagt. Doch. Ja, tut mir leid, ihr redet zu leise. Random auf Stand liegt da keine Sortierung. So, Metal haben wir genug. Ich bringe nochmal eine ganze Ladung Metal. Maybe Tabby noch? Die haben 76 Schuss für Revolver. Das war's. Für Revolver? 76 Schuss stehen in der Kiste. Für Tabby wurden wahrscheinlich die ganzen gebraucht. Die waren gerade noch 400 Tabby-Muni. Ich habe jetzt auch Muni reingelegt. Craftet mal Muni. Jetzt macht, nehmt euch das Smithy. Craftet simple Pistolkugeln. Crash. Ach, hinten. Kannst du was craften? Hinten welche davon? Hinten da. Rechte Seite, die erste. Was schläft denn hier? Oder die zweite. Hamzi, kannst du was craften? Den Pistol. Da waren gerade noch über 300 Muni drin. Was soll ich denn craften? Flame Arrows hier. Ja klar, gib her. Hat irgendein Brett, Fleisch, du? Ich hab noch 17 Shotgun Munition. Ich bin ja gerade auf ganz unten. Left und haben sie nicht mehr die letzten beiden. Es kommen noch mal drei weitere in Zukunft, also in den nächsten zwei Videos. Ich kümmere mich um die Leute, alles gut. Für den Imprint ist doch, könnte doch jeder machen, oder? Ja. Ja. Hier ist noch eins, noch ein nächstes. Hat noch jemand Bock, der noch nicht eins hat? Ja, ich kümmere du dich um die andere Hose und so weiter. Ah, wer hat Follow? Wer hat Left? Hey, ich will jetzt noch weg, du Idiot. Ah, ja. Ich sag so, ich kümmere mich um die, also könnte ich wieder das Ding weg. Achso, ich kann 10 Cryos gerade craften, aber es... Wer wollt das Baby noch haben, dann müssen wir nicht mehr herkommen. Ich komme in 20 Sekunden. Okay, das sollte dann überleben. Passt schon, passt schon. Also Fleisch reinlegen kann ich auch selber. Okay, das ist ja gut. Legit, wir brauchen noch Öl. Aber in 6 Sekunden imprinten. Machst du das auch? 6 Minuten imprinten. Dazuka, wo kommt die Flammenpfeile? Kommt die hin? Ich hab die hier rechts reingepackt im ersten. Okay. Klar brauchen wir Öl, aber wenn wir Öl brauchen, dann muss auch Öl holen. Ich mach grad Cryo. So, der angeschossen kommt, hoffentlich der imprinten will, dann kommen wir wieder her. Also wir haben wirklich keine einzige Shotgun-Muni. Ich weiß nicht, wie wir das machen wollen. Auf der rechten Seite hier, ja, nicht südlicher, runter, ja. Da, ja. Hier. Also. Ist über den Rhinos gerade, der komische Nummer? Wir haben hier noch Öl, das ist wichtig. Wir versuchen ja, was zu tun, oder? Der wegfällt, hat dann Ding an. Und am Ende des Tages hat uns die Border komplett überrannt. 20 Cryopods sollten reichen, oder? Die Border kommt uns langsam bisschen sehr nah. Wo ist denn die Border? Die ist wirklich sehr, sehr nah. Was heißt denn sehr, sehr nah? Wenn man guckt, die ist übel nah. Die ist übel nah. Okay, Leute, dann macht euch bereit, alles mitzunehmen. Ja. Alter.
Also alles Wichtige, würde ich sagen. Turrets auf jeden Fall. Hey, Leute, Cryo, die kriegt da ein. Ich hab 20 Cryoport, holt die bei mir ab. Und werf die auf den Boden einfach. Werf die auf den Boden. Also, haben wir noch eine Scheiße an? Wir haben noch sehr viele andere. Leute, schnappt euch die Cryopods, Cryo-Viecher, die liegen hier. So, wir müssen los. Cryo schnell, dann geht. Und packt eure Sachen voll. Ich weiß nicht, was ich Cryo und so, Alter. Also, ich hab einfach mein Andre Sarkus, den ich auf Lager hab. Dann will ich jetzt. Oh, yo, jetzt wird's aber. Jetzt wird's eng. Haben wir irgendwo Parish noch? Ja, hab ich mein Ding gepackt. Die Rhinos sind noch nicht ausgelassen, Babys. Ja, nehmt die mit, Cryon, und wir nehmen wir mit. Wir können die aber der Pop aufstellen. Bitte Cryon mein nicht. Ich mach das jetzt gleich selber. Ich bin gleich da. Ich hab keine Cryo. Ich brauche eine Cryo. Okay, die Kids müssen auch eine mitnehmen. Wie sieht man den Dinos aus? Cryo jetzt die Dinos. Stellt doch mal die Tames, die ihr jetzt nehmen wollt, bitte einfach nach hier vorne, damit wir wissen, was wir mitnehmen. Und was alles, was an nicht steht. Den Rhino, der Zerstörer Cryo. Mach ich selber jetzt. Ja, okay. Ich klau mir hier einfach den. Ihr solltet zu langsam jeden, sonst kommt ihr den Weg nicht mehr runter, ne? Die Zone ist jetzt direkt. Das Baby, lass Milo. Wir müssen ja auch an der Seite noch hochkommen, ne? Da vorne, oder? Milo, das ist alles nur mein Instinkt. Ja, ich pack den Poco. Ja, aber wie kommen wir da vorne hoch? Wir müssen ja am Rand hoch, oder? Geradeaus hoch. Alter, sind wir dumm. Ganz gut. Der coolste Spieler zieht ab, der hat übrigens ein Alu. Kann jemand meinen Rhino Cryon? Wir haben noch so viel in der Welt. Digga, packt mal alles voll mit euren Viechern. Nehmt alles mit einfach, was ihr tragen könnt. Alles mitnehmen. Boah, die Andrews haben so viel Weight, einfach alles rein. Hol Cryo mal die Rhinos da hinten. Ich hab Cryo, ich hol die Rhinos. Ey, hab's die gemeint. Ja. Ah, ich hab nur noch einen. Hier, nimm den. Egal, nehm ich. Ja, Leute, Cryo die Rhinos, hier stehen 5 Stück. Einpacken jetzt. Jeder sagt, man darf die nicht. Oh, sie ist fast auf unserer Ding. Was für hier? Hat jemand gesagt, dass man nicht denkt, Alter? Doch. Alles wollen mitnehmen wir alles, jetzt. Wollen wir mal alles runterwissen, alles hier? Ne, wir fahren nämlich. Hast du mich gerade erschrocken, du Bein? Digga, müsst ihr eins so schwer machen, dass ich mich kaum bewegen kann, Digga. Habt ihr die Waffen alle mitgenommen aus dem Schrank? Ja. Ja, die hab ich nicht. Geht das? Wo ist okay? Hier, hast du noch Gewicht? Ja, ich hab noch, warte. Warte, ich hab was mit meinem Inventar. Chillen die da vor unserer Base dort? Passt das? Ja, ich hab Prokopte, dann hat noch ganz viel Weight, packt da alles rein. Hör mir mal zu, ich glaube, wir machen es jetzt so, wir bauen uns neu auf, holen uns nochmal Metall minimal rein und einfach, dass wir den Flak repairen können. Das ist unser einziges Ziel, Sniffy Flak repairen. Ja klar, wir machen uns eine kleine Base. Haben wir die komplett? Wir müssen aber auch den Weg hochgehen, wir müssen jetzt runter. Da hinten ja, ist der Weg. Pech dann, Pech. Okay, lass ihn da einfach. Gehen wir jetzt runter? So, wir gehen links, auf der linken Seite hoch, da ist der Aufgang. Das wird ziemlich eng, wir müssen uns sehr beeilen. Alle nach links jetzt, alle nach links laufen. Mach die Buffs, mach mit C, alles jungsweilig. Jo, der hat ja einen Buff. Hat irgendwer mal einen Dino eingecrawlt? Ich hab einige Dinos eingecrawlt in meinem. Ziel sollte jetzt sein, so gut es geht, noch Metal auf dem Weg mitzunehmen, wenn ihr noch müsst tragen. Ach, da oben. Ja, bei dem. Das ist bei dem weißen Topf sammeln, jetzt hab ich relativ gut. Zum weißen Topf. Wenn wir da zum Berg gehen, geradeaus weiter, der Berg, das ist glaube ich ein One-Way. Es ist unser Rhino da oben. Ey, wir werden angeschossen von dem Typ. Ja, der macht Zero Schaden, wenn ihr einfach komplett euch treffen lässt, dann ist das kein Problem. Bitte. Da ist auch ein Rhino. Ja. Das Rhino bin ich. Wollen wir mal bitte den Berg, wo er gerade hinläuft? Der Berg. Ja, lass uns mal. Der Berg sieht sehr gut aus. Ist unter uns nochmal ein Androsuchus, Achtung, da ist noch ein weiter. Die Double ist weit genug weg. Tüler, links ist ein Tüler. Lohnt sich das überhaupt hier oder sollen wir eher nochmal zwei, drei Plateaus da weiter vor? Ja, da vorne ist der Button. Wir können ein Plateau noch vor, das ist das hier unten. Die kommen jetzt, mit Tüler von allen Seiten. Mit Kaki, links. Ja, da sind drei, vier Tüler. Und Andrew kommt auch. Und eine Kaki, ja. Die Kaki müssen wir fokussen. Ja, links ist eine gegnerische Ding. Ah, ne, doch nicht.
Müssen wir gehen auf einen. Auf was gehen wir? Auf Kaki? Da unten ist ein Hühler. Da kommt ein Rhino hochgecharged. Rhino! Klaus, pass auf, Klaus! Alter. Zwei Kakis. Jungs, ich würde nicht fighten, wir haben die ganze Base dabei. Just saying. Ja. Baut doch hier jetzt schon mal die FOB. Baut doch einfach mal, drei, wir haben kein Kabel, wir können keine FOB bauen. Kann mal einer jetzt einen Fabricator craften? Wir hatten das ganze Zeug, Zündpulver, Metal, wer hat das alles? Ich hab Öl, Electronics. Ich hab Zement. Und Organic Polymer. Kann sich jetzt noch irgendwer auf den Reno hocken? Hab doch ja, ich würde Wasser, mich gerne auf den Reno hocken. Du machst da 5 Schaden pro Schuss, dir 20 KL. Mach doch egal, ja, ja, ist doch okay. Das ist das ganze Gaming, Jungs, können wir mal bitte ruhig bleiben? Es ist wirklich. Es nervt gerade ultra. Können wir jetzt bitte einfach ein scheiß Kabel machen, dass wir die Pop aufstellen können? Zu Kennex. Bitte, die kommen jetzt gerade hoch. Wir bringen ihn gerade um. Also, der ist rechts von unserem Base. Also, ja. Kommt weiter. Zugriff. Auf. Stack die komplett. Ja, die werfen nicht in die Turrets oder was? Sag die, ja, bleib so. Die sind nicht an den Turrets dran, die sollen die also in die Turrets werfen, wenn sie nicht dran sind. Sie nicht raus, lass sie nicht raus! Geht wieder drauf, alle drauf. Hat sich losgelassen? Weg, wenn ich da drinnen stehe mit dem Alu. Den klatsch weg, neue Kaki kommt, andere Seite. Also ja, direkt. Ist egal. Eine muss weg. Ja. Nice. Rennt sie wieder, Alter. Jungs, dranbleiben, nicht bleiben. Drauf, dranbleiben. Da kommt noch eine KK, hier geht's zur anderen. Ich bin tot. Chiller auch, ja. Ja, die haben mich mit der KK noch so runtergekräft und voll da reingeworfen. Kann mir im Bett bleiben. Ich mich anzünden, Leute. Ja, ihr habt mich auch. Ihr zündet uns gegenseitig an. Haben wir ein Bett? Ja, schon runter, die KK. Jungs, Saki noch tot. KK dead, fair. Tüler brennt. Du Scheiße, wie viele sind denn das? Ey, wird gegrabt. Bitte. Die sind nicht mit 8 oder so. Das ist gar toll. Am hinten Bronto Plattform. Lasst jetzt zurück, Leute. Zurück. Geht alle jetzt zurück hier. Alle weg. Der Cordus jetzt, ihr geht jetzt mal bitte alle zurück zur Base, sonst sterben wir jetzt hier alle. Ich hab den Bronto angezündet, du Sau. Sehr gut. So jetzt. Haben wir überhaupt Storage? Irgendwas haben wir Storage, wo die ganze Zeug reinkommt. Nee. Eine. Ich glaube, das können wir vergessen mit Spotto. Ja, lass doch hier bleiben, wo wir jetzt hier sind. Hier das vorne. Einzige, was Sinn macht, ist der Berg genau neben dem, wo die sind. Links daneben. Ja, kann der mit dem Bett blazen? Aber da ist nah dran. Oh, lag, weil ich ja, bin hier vorne. Ey, Jungs, kommt mal alle hier runter. Alle hier runter, wo wir sind. Gut, alle runter. Spino. Hier oben bei uns ist ein Spino. Linke Seite. Spino und Andro, zwei Sachen. Lass mal den Spino bitte pushen. Jo, alle. Push den Spino. Der ist nicht sattelt, ne? Der ist fake, aber der ist immer drauf. Only settled. Schieß drauf, der ist weg. Der ist nicht mal von da. Ich würde auf den Andro gehen, ja, sogar. Das ist Isa, Junge. Wow. Sehr schön. Versucht die zu ignorieren. Zu den Foundations, ja, wo also, wir gerade alle waren. So klein sind die hier. Nein, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Klar, das ist ein Andro, lass ihn wohl. Lass uns weiter. Geht doch mal alle aufs Plateau, wo wir jetzt bauen, damit wir das securen können. Hier oben kommen gerade 7, 8. Achso, nee, das seid ihr, Leute. Da, wo Kinnix ist, da brauchen wir nicht bauen. Digga, noch 4 Minuten. Noch 4 Minuten bei euch. Lass bitte einfach hier runtergehen. Ja, lass runter. Glaubt ihr nicht, dass das Plateau da links geht? Nein, das geht nicht. Das ist no Building Zone. Kannst du da nicht bauen. Digga, 4 Minuten. Du kannst dir den pushen. Wollen wir jetzt einfach hier hin? Jungs. Wir machen jetzt unten direkt vor dem Aufgang eine Pop-Hit und wir protecten die jetzt. Ja, jetzt! Jemand nimmt sich jetzt alle Materialien ins Inventar und die anderen gehen auf ihre Viecher und protecten, weil die werden uns gleich pushen, wenn wir da was in place. Vor allem die Rhinos sollten. Ja, die Rhinos bleiben bitte irgendwie oben. Place die Foundations. Die Foundies schon geplaced. Da wo haben sie es, place jetzt. Hier, Jenny. Wo? Turrets, place die Turrets. Ich hab Jen. Schnell! Jenny ist an! Place die Turrets! Anmachen! Baut die Jenny ein! Feuerpfeile! Nehmt aus dem Gaming! Nehmt aus dem Gaming! Schnell, wir müssen Jenny zumachen! Wir brauchen mehr Turrets! Es gibt zwei Aufgänge, wir gehen links rum! Ja, wir haben auf den anderen haben wir safe aufgebracht. Jetzt zündet einfach die ganze Zeit die Brontos an, weil keine Ahnung, genau. Dann geht die auch low. Mach ich schon die ganze Zeit. Also weiter draufhalten. Die können gar nicht so lange halten. Vor allem passt auf, dass ihr nicht gesniped werdet. Kaki ist links, Kaki ist hinter uns. Danke. Kill die Kaki. Jungs, alle links jetzt, alle drauf jetzt. Auf die Kaki. Let's go.
Lass runtergehen, König. Obwohl, lass die Kaki ignorieren, lass da jetzt reingehen. Nein, die Kaki muss sterben, das ist das Einzige, was wir müssen jetzt den Button pushen, da stehen, die stehen schon dran, Mann, Leute. Läuft einfach rauf. Wie lange muss das gedrückt werden? 45 Sekunden müssen die drücken, die können nicht so lange durchhalten. Geht auf den Kuchen, Mann, der Ding. Alles andere ist nur drin, ich einfach nur auf den Kuchen chargen, der da dran steht. Genau. Und mach die Kaki weg, die Kaki. Ja, wo ist denn alles drauf? Oh mein Gott, der Rhino macht so viel damit von denen. Ja, also ich würde auch gern hier chargen, wenn mich nicht jeder von meinem Team stacken würde. Ich bin unten. Oh, Kano, Digga. Der steht. Wir füllen alles rein. Dead. Oh, du Scheiße, sind da viele Kanos. Hallo, was ist bei dir? Alles, Alter. Ja, die haben halt das was die, glaube ich, besser gemacht haben, was den Wind schenkt, ist, dass die vorher hier waren. Konzentriere dich nicht auf, was wir falsch gemacht haben. Ich kill jetzt Dedon von denen. Dedon? Das größte Problem ist, oh fuck, ich bin gegrabt. Oder dass sie einfach ein gescheites Team hatten. No, ja, das, die sind natürlich auch starke Player, aber vor allem, die haben ihren Tames, die wir haben, haben die hier schon rausgeworfen. Es sind viel mehr Tames und Discord. Komm, protected US, protected ihn. Warte. Er drückt. Ja. Da ist die Kaki? Ja, ich geh down, Digga. Fuck. Ich wahrscheinlich jetzt auch gleich wieder. Haben wir Betten geblazt? Ja, jetzt haben wir. Vorne haben wir Betten. Auf die Kaki, Leute! Mach die Kaki weg! Betten, die Mädchen, du hast noch ein Leben frei. Ja, die Betten müssen aber auch replayen. Ich wurde gegrabt, Da kommen die. Junge, jetzt, wir werden von hinten gepusht. Ich hab noch ein zweites Team auf. Krieg ich Fallschaden, wenn die Kaki mich weg. Nee, die Kaki ist schlecht, dead, Jungs. Focus die Kaki. Es gibt keinen Spawnpunkt in der Nähe, no joke. Wir haben doch Betten! Ich hab ein Bett gepassiert gerade noch extra. Ja. Kannst du es aufheben? Ich kann nicht. Hab einen gebullert. Pump ihn. Ich kann nicht. Ist tot. Hab Benny. Schön. Komplettes Weird Set geben. Nehmt die Kits von denen. Ja, hier ist ein Kit. Hier, warte, ich kann nix. Bisschen andere Suchfuß. Nimm mal den. Ich hoffe, der hat einen Sattel drauf. Wenn nicht, Sattel. Leafboy drückt Knopf. Die machen Bett kaputt. Oh mein Gott, ich werd voll verkost. Nicht für wieder das Kano, Alter. Ich ja, deren Dinger machen halt einfach so viel Schaden, deren Thylas, finde ich. Das ist unglaublich. Dafür, dass sie halt irgendwie noch trotzdem mehr Schaden kriegen, sind sie immer noch zu stark. Paar Leute müssen unten bleiben, falls ihr die Dinger weg. Ist egal, schaffst du nicht, bringst du nicht. Ne, was sie, das hier ein Punkt ist, die haben ihre ganzen Tames draußen. Die haben sehr viele Tames, die einfach nur random uns angreifen. Die ganzen Wo sind unsere alle ganzen? Alle im Kryo, das ist das Problem. Das ist, darum, deswegen haben die gewonnen. Sind denn noch Boah, die Brontos sind jetzt drin, ne? Naja, das ist deren Win-Condition gewesen. Nicht, dass sie bessere Tames als Spieler haben, das hat der nicht gewonnen. Leute, ich werd von einem Rex gepusht, unten bei unseren Foundations. Ich brauch Hilfe, ich hab keine Flak mehr. Unsere Foundations hinten bei der Forge. Ja, die drücken halt gerade, das ist das Problem. Ich hab ihn gebolert. Ich bin auf dem Tame. Tot. Nice. Alles gut. Nice, Danny, Digga, du bist dran. Wo sind denn noch Tames? Ich hab noch einen Tame. Oh mein Gott, jetzt sind die Dings bei mir. Scheiße. Okay, Schellen, Alter. Bin gap von der Kaki. Na, die Kaki wirft einen so weit weg, das ist so krass. Also, ich muss die ganze Zeit wieder hinlaufen. Ja, ich bin höchstwahrscheinlich dead. Ist einer von euch noch da? Nee? Ja. Oh, ich wurde jetzt auch gegrabt. Haki ist tot von denen. Ja. Die haben Gasnades. Alter, ich bin so gefokust. Die Betten sind auf cooldown. Da drückt einer von denen. Hat aufgehört zu drücken. Hat aufgehört. Ist wieder bei 0 jetzt. Hat noch jemand was zu trinken zufällig? Da wo wir hergekommen sind, habe ich noch Tames. Das habe ich noch. Aber ich habe keinen Kino-Dings. Kann jemand die Betten aufheben? Gib mir mal den Kino jetzt. Ja. Problem ist, ich bin mega laut. Du siehst es vielleicht, aber. Ich kann nur mit der Pistole. Ich muss halt actually laufen. Ich kann neue Betten placen. Sekunde. Wo ist das Ding? Wo?
Ich hab noch einen Helm. Der Tote. So gut, ich hab noch einen Bionikus. Wer will den rausgrabben? Ich bin tot, ich bin raus. Ich bin raus. Wurde erschossen. Er hat komplett gesniped, ich hab keine Armor mehr. Danny hat mich erschossen. Ich hab dich erschossen. Ja. Boah, die Betten sind halt dauerhaft auf Kohle. Ovi-Raptor, hol ihn runter. Ich kann neue Betten placen. Der Ovi-Raptor ist so eine Legende. Ja, place bitte neu. Ich bin dran. Ich bin raus, Leute. Zwei neue stehen. Betten nice, stehen. Ich spawn rein. Oh, Panik, komm! Der Theri! Okay, passt. Ich versuch nochmal hier. FFA ist Flak, oder? Wo ist der? Ja, oh, ich hab einen Face-Spawn, Jungs. Mein Anu wird so hart. Snipe. Ja, hier ist FFA. Hier ist FFA, warte. Jetzt wahrscheinlich. Ja, warte. Versteck dich hinter der Leiche. Wo ist FFA, Digga? Hier, neben mir. Ja, Bruder. Ich hab drei Leute gekillt, aber da machst du nichts. Spawn nochmal rein, ich probier's. Oh, Tila! Jo, bin tot. Help me! How dare you! Ah, nein! Digga, hast du keine Fallschirm oder was? Also Thylas, obwohl sie so viel Damage bekommen haben, waren komplett so. Also, immer noch. Wir sind viel mehr Thylas themen können. Also ich bin jetzt auch komplett raus. Ja, da ist drei Leute wurden von den Turrets gekillt. Komplette Sets. Ich kann da nicht spawnen, sonst wäre ich schon da. Ja, ist eh weg. Boah, wenn du bist halt gespawntrapped. Das ist unsere Flak. Wir hatten einfach kein Storage. Alter, wie sie snipen, ich schwör. Also die haben wirklich ein sehr gutes Team. Wir drücken. Kannst du ein Bett placen oder so? Ich hab jetzt wieder. Oh, ich wurde gekillt von David. Scheiße. In meiner Leiche liegt ein Bett. Dann müsst ihr ein bisschen früher. Die Fans zum Digga. Das war unser Problem. Oh, Digga, ich werd so in Privada gespawnt. Ich bin zu spät gespawnt. Was? Ne? Also, die waren viel vorbereitet, als ich mal behaupten einfach. Die hatten nicht einmal, die haben null auf Turret fokussiert. Die haben nicht ein einziges Turret fokussiert. Lebt überhaupt noch irgendwer von uns? Ich bin noch in der Bubble, aber naked, ganz am Rand. Die Viecher, wir hatten ja auch viele, aber halt ein Trio ist drin. Die waren ein bisschen, die waren so eine halbe Stunde. Wir hatten keine Andrews gehabt. Er hat es gelesen? Haben sie? Was? Guck dir. Ja. Gegen Ende hat sich herausgestellt, dass der Hot Button irgendwie länger als 45 Sekunden gedrückt werden musste. Vielleicht war es ein Gamebug, ich weiß es nicht. Die Einstellungen waren eigentlich richtig. Ich weiß nicht, was in den Settings falsch war. Deshalb, ja, so ist es eben gewesen. Trotz dessen haben wir die Niederlage eingesehen. Der Win gehört diesmal Gatos Team. Aber keine Sorge, Leute, der Revanche kommt bestimmt irgendwann und dann werden wir Gatos Team komplett hops nehmen und auch die anderen. Hat trotzdem viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich wirklich bei allen, die mitgemacht haben, die mitgezockt haben. Es hat ultra viel Bock gemacht. Die Leute hatten wenigstens 5 Stunden Fun gehabt und nicht nur Langeweile. Außer ein, zwei Kleinigkeiten. Aber wie gesagt, wir lernen dazu, Projekt für Projekt. Und ja, ich bedanke mich bei Isa, ich bedanke mich bei Miki und ich bedanke mich bei Gatto fürs Mitspielen. Hat Spaß gemacht. Leute, ich hoffe, ihr habt euch das Video komplett bis zum Ende angeschaut, denn es hat ultra viel Arbeit gekostet, das Ganze zu schneiden. Ihr seht, es geht über eine Stunde. Ich hoffe, ihr hattet was zum Schauen, habt euch einen Kaffee, Popcorn, was auch immer geholt und habt die Show genossen. Man sieht sich, bis zum nächsten Video, haut rein und ciao.